Hallo an alle Stiere da draußen, an das Stierkollektiv. Für diejenigen, die den Stier im Sonnzeichen Mond, Aszendenten und der Venus haben. Wir sind jetzt hier in der Liebeslegung für dich für die kommenden 6 Wochen bis Ende Oktober, ab jetzt gültig. Und es hört sich ganz furchtbar an. Ab Ende Oktober, Leute. Ich habe es gerade schon gesagt, ich fange mit den Erdzeichen an für diese Liebeslegung und muss ganz ehrlich sagen, Ende Oktober hört sich für mich ganz furchtbar an nach, oh mein Gott, es ist tiefster Winter und das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber gut, diese Legung ist jetzt für dich geeignet, eben wenn du Aspekte im Stier hast und es ist keine spezielle Single- oder In-Beziehung-Legung. Es kann sein, dass sich hier eine vergangene Beziehung zeigt, die jetzt irgendwie eine Rolle spielt, vielleicht deine aktuelle Beziehung, vielleicht zeigt sich hier eine Single-Legung. Ich schaue mir das Ganze einfach jetzt mal an, also bleib gerne dran und wenn du nicht resonierst, schau dir gerne auch deine anderen Aspekte an, also Sonnenzeichen, Mond, Aszendent oder Venus. Diese Legung gibt es hier jeden Monat auf dem Kanal, denn ich liebe die Liebe, ihr liebt die Liebe, wir alle lieben die Liebe und deswegen, das sind auch tatsächlich meine Lieblingslegungen hier. ich gehe aber ein bisschen anders heute rein, als ich das normalerweise getan habe, nämlich in einer 9er-Kombination. Das bedeutet, die ersten 3 Karten sind die Vergangenheit, dann die 3 Karten für die Gegenwart und dann 3 Karten für die Zukunft. Und ich würde sagen, jetzt geht's einfach mal los hier. So, das Stierkollektiv. Was hat sich beim Stierkollektiv in der Vergangenheit abgespielt im Bereich Liebe, Partnerschaft? Was ist die Situation, die aus der Vergangenheit eine Rolle spielt? Und ich ziehe erstmal alle drei Karten. Na, 4 der Stäbe, genau. So, welche Situation aus der Vergangenheit spielt hier eine Rolle? Was in der Vergangenheit spielt hier für die Stiere eine Rolle? Okay. Ich sehe hier eine sehr bedeutende Partnerschaft, die 2 der Kelche liegen. Die 2 der Kelche ist eben die Liebesbeziehung generell. Vielleicht warst du hier oder bist hier verheiratet, denn die 4 der Stäbe ist die Karte auf dem halben Weg zur Hochzeit, sage ich mal, weil man auch sagt, es ist eine Hochzeit. Das heißt, wir haben hier gegebenenfalls eine Langzeitbeziehung oder eine Hochzeit liegen oder eine Ehe liegen. Abgesehen davon, aber egal wie der Status ist, eine sehr signifikante Seelenpartnerschaft. Dann auch die 2 der Kelche ist eine Seelenpartnerkarte, eine sehr starke Verbindung. Wir sehen hier eine ganz tolle Zeit der Freude, des Feierns, des Ausgelassenseins. Das kann sozial sein, das Leben wirklich in Fülle genießen. Eine Hochzeit haben in dieser Partnerschaft, in dieser Beziehung. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier irgendwas haben, wo wir den Konflikt haben. Einen Interessenkonflikt, der hier eine Rolle spielt. Ein Konflikt, der in der Vergangenheit eine Rolle gespielt hat. Die Vergangenheit kann jetzt etwas sein, was vor 2, 3, 4, 5 Monaten war. Vielleicht ist es auch etwas, wo du sagst, ja, das war vielleicht vor einem Jahr. Die Vergangenheit könnte auch was sein, was letzte Woche für dich eine Rolle gespielt hat. Ne? Also von daher, Vergangenheit ist da ein bisschen weiter gefächert. Ich habe das Gefühl, dass es hier mit den 6 der Münzen um das Thema Geben und Nehmen geht. Vielleicht etwas, was hier in der Vergangenheit zu einem gewissen Grad in der Balance im Gleichgewicht war. Vielleicht hat hier auch ein Austausch stattgefunden. Also gerade bei den 6 der Münzen habe ich oft das Gefühl, hey, vielleicht wurde da etwas gekauft. Irgendwas wurde investiert in dieser Partnerschaft hier. Wir sehen aber einen Konflikt und der Konflikt hat zu tun mit einem Weg oder mit Hoffnung. Ja, okay. Da sehen wir in die Tiefe. Was ich immer mache ist, ich schaue mir hin und wieder die unteren Karten ran, wo es um die Tiefe der Situation geht. Und ich habe das Gefühl, dass es hier in der Vergangenheit einen Konflikt gab mit einer Entscheidung, wie es in Zukunft weitergehen soll, wo die Reise hingehen soll, ob man hier umzieht vielleicht. Also das ist auch die Karte von Umzug, Bewegung, Reisen, was eine Rolle spielt, aber grundsätzlich eine Karte, die sagt, hey, wie soll es in Zukunft weitergehen? Und darüber Klarheit zu haben und da den richtigen Weg zu finden, habe ich das Gefühl, hat hier irgendeine Art Konflikt dargestellt. So, lass uns mal weiterschauen. Packen die Karten mal hier nach oben und dann geht das weiter. So,
Ja, aber wenn ich mir die Karten auch jetzt so nochmal anschaue, ohne den Konflikt, den ich hier habe, würde ich sagen, hier liegt in der Vergangenheit eine sehr signifikante Partnerschaft, sehr viel Freude, Ausgeglichenheit und etwas, was für wirklich auch im Gleichgewicht ist. Dann lass uns mal schauen, wie die Situation im Jetzt ist für das Stierkollektiv. Wie sind die Energien für das Jetzt im Stierkollektiv? Da ist ein bisschen Verwirrung. Aber auch hier, ich ziehe erstmal alle drei Karten. Die Energien für das Stierkollektiv im. Oh, sorry, nee, das war zu viel. Die Energien. Oh, tut mir leid, Leute, warte mal. So, dann haben wir hier wieder Konzentration. Es kommt ein bisschen mehr raus. Vielleicht bist du ein bisschen unruhig, ein bisschen nervös. Weißt, vielleicht deswegen, dass die Karten so rausfallen. Da kriege ich einen Stopp rein. Wie sind die aktuellen Energien für das Stierkollektiv bezüglich der Liebe und Partnerschaft im Jetzt? Und ein Seelenpartner zeigt sich auch hier. Und auch hier. Okay. Moment. Sehr spirituelle Verbindung. Definitiv Seelenpartnerverbindung. Es könnte die gleiche Situation sein, die wir hier in der Vergangenheit sehen, die sich hier im Jetzt weiter zeigt. Irgendwas ist unklar. Entscheidungen, die getroffen werden oder Unklarheiten, was Gefühle angeht. Vielleicht fühlst du dich verwirrt bezüglich gewissen Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass hier eine Art Test ist mit dir und dem Seelenpartner. Oder der Person, mit der du hier bist. Das ist für mich die Karte, Seelenpartnerkarte, Seelenpartnerkarte und daher die Verbindung, dass du es hier mit der gleichen Person zu tun hast. Vielleicht versuchst du hier intuitiv die richtige Entscheidung, den richtigen Weg zu finden. Es geht hier sehr viel um Vertrauen in den Seelenplan. Auch hier würde das, ach, das gibt's doch nicht, okay. Auch diese Karte ist wieder eine Karte, wo man sagt, das könnte eine Ehe sein oder auf dem halben Weg vielleicht zur Ehe. Ja, Langzeitbeziehung, Ehe spielt hier definitiv eine Rolle. Ich habe das Gefühl, hier ist ein spiritueller Test in Zeiten von Verwirrung. Das muss nicht zwingend direkt was mit dem Seelenpartner zu tun haben, aber könnte auch äußere Umstände sein. Und ich habe das Gefühl, dass du hier wirklich im Hier und Jetzt gerade versuchst, dich mit deiner geistigen Führung zu verbinden, um Antworten zu bekommen in dir selbst, um zu wissen, wie der richtige Weg ist, für den du dich entscheiden sollst. Denn ich habe das Gefühl, du hast hier eine Möglichkeit aufzusteigen. Was, ach, da gibt es doch nicht. Und da auch die Sonne drunter. Und darunter das Karma. Halleluja. Und da, ey, was geht denn hier? Okay. Schauen wir uns doch mal im Jetzt, fangen wir mal hier an, das finde ich nämlich ganz spannend. Also, schauen wir uns mal im Jetzt die Energien an, die in der Tiefe dieser Situation liegen. Königin der Schwerter, emotional sich distanzieren. Wir haben hier einen Herzschmerz liegen. Das heißt, es kann sein, dass emotionaler Schmerz in dir immer noch eine Rolle spielt aus der Vergangenheit, in der Tiefe. Hier sehen wir, dass aber eine große Veränderung reinkam, das Schicksalsrad, eine Veränderung grundsätzlich zum Positiven. Diese Veränderung ist karmisch und sollte Dinge für dich ins Gleichgewicht bringen, in die Harmonie bringen. Und wir haben hier das Glück darunter liegen. Glück und Erfolg. So viele große Arkane-Karten, also was im Hier und Jetzt passiert und die Umstände, die dazu geführt haben, habe ich das Gefühl, sind, dass wir hier ein sehr großes Lebensereignis sehen, weil wir so viele große Arkane-Karten haben, so viele sehr bedeutende, tiefe, schwerwiegende Karten hier drunter, die da drunter quasi, wie sagen wir, Teil des Grundes sind, warum das alles hier liegt. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir hier einen Test haben. Für dich einen spirituellen Test, gerade in einer Angelegenheit, wo irgendwas nicht ganz klar ist. Ich habe aber das Gefühl, mir wird gesagt, du schaffst es. Also, ich kriege gerade auch so ein Kribbeln auf Herzebene. Ich habe das Gefühl, du schaffst es hier. Der Aufstieg ist dir eigentlich schon gewiss. Lass uns mal schauen, wie sich das in der Zukunft entwickelt und ob das meine Intuition gerade bestätigt. Wie entwickelt sich die Situation für das Stierkollektiv? Es kann sein, dass hier irgendwas enthüllt wird, dass irgendwelche Informationen zu dir kommen, die dir vielleicht sogar helfen hier mit dem Seelenpartner.
Des Weiteren ist das die Karte der Dualität. Es kann sein, dass du gerade sehr starke Kontrasterfahrungen machst. Auch das soll dir weiterhelfen auf deinem Weg. So, wie geht die Situation hier in Zukunft weiter für das Stierkollektiv mit dem Seelenpartner? Wie geht die Situation weiter in der Zukunft? Bitte gib mir ein klares Stopp rein, sodass ich die Geduld, hier wächst etwas. Also, irgendwas ist noch nicht ganz spruchreif und es muss noch ein bisschen mehr Zeit, Energie, Arbeit, Liebe, was auch immer notwendig ist, um dieses Pflänzlein hier zum Wachsen zu bringen, in die Stabilität und in die Fülle. Hier darf noch ein bisschen mehr Geduld angebracht werden, aufgebracht werden, um etwas hier wirklich zum Wachsen zu bringen. Also Geduld, das könnte das Thema Heilung sein. Hoppala. Ah, guck mal, da haben wir. Ich möchte gerne ein deutliches Stopp kriegen, deswegen ich packe die Karten wieder rein. Aber der Herzschmerz, der sich hier zeigt, das kann sein, dass du dich emotional so ein bisschen versucht hast von diesem Herzschmerz. Ah, okay, deswegen haben wir auch die Heilung hier. Es fühlt sich an, als ob du versucht hast, dich mit deinem logischen Verstand eine Situation logisch zu sehen, um dir diesen Herzschmerz zu ersparen. Und ich habe das Gefühl, dass es auf der einen Seite schon auch dir sehr gedient hat, aber zum anderen, dass es eben sein kann, dass da noch ein bisschen Zeit, dass dieser Herzschmerz ein bisschen mehr Zeit braucht, um zu heilen. Ich habe das Gefühl, das ist eine Zusatzbotschaft, die gerade durchkommt. Deswegen, ich packe sie wieder rein, weil ich das Gefühl habe, hier wollen mehr Botschaften für dich liegen. Kriegen wir mehr Informationen für die Stiere, wie sich diese Situation entwickelt mit diesem aktuellen Seelenpartner? Hier wird an was gearbeitet. 7, 8 Münzen. Es wird Arbeit reingesteckt in eine Angelegenheit. Also, das, was notwendig ist, wird hier auch getan. Hier wird an etwas gearbeitet. Wie entwickelt sich für das Stierkollektiv die Situation mit dem Seelenpartner? Oh, und da habe ich das Gefühl, okay. Wenn ich diese Kombination habe, sage ich immer, es wird gearbeitet an den Enttäuschungen der Vergangenheit. So, das heißt, gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass hier die Enttäuschungen der Vergangenheit bearbeitet, verarbeitet werden. Da wird Zeit reingesteckt, Energie, Liebe reingesteckt, was auch immer ich gerade, ne, was auch immer diese Situation braucht. Es kann sein, dass es hier eine Situation gibt, die sich nicht so entwickelt, wie man das vielleicht mal erhofft oder erwünscht hat. Das könnte zusätzlich etwas sein. Ich glaube aber auch, dass. Und die Karten funktionieren immer auf mehreren Ebenen. Was bedeutet, ich habe zum einen das starke Gefühl, dass hier die vergangenen Enttäuschungen verarbeitet werden. Punkt 1. Punkt 2, dass ihr hier gemeinsam an etwas arbeitet, vielleicht an der Beziehung generell, vielleicht habt ihr ein gemeinsames Projekt, vielleicht arbeitet ihr wirklich an finanziellen Aspekten und dass irgendwas noch nicht so ganz sich entwickelt, wie erhofft. Schauen wir uns mal das Ganze in der Tiefe an. Die 4 der Münzen ist, das könnte ein finanzieller Mangel sein, was wir hier haben, wo wir so ein bisschen Enttäuschung haben. Was haben wir hier noch? Oh, da haben wir den Ritter der Kelche. Kann also sein, dass es hier mit einem Wasserzeichen zu tun hat. Ich schaue gerade mal, habe ich weitere. Nee, das ist tatsächlich. Ja, wobei abgesehen von der Königin der Schwerter, die sich vorhin gezeigt hat, und hier der König der Schwerter, was ein Luftzeichen sein könnte, kann es sein, dass du es jetzt mit einem Wasserzeichen zu tun hast hier, mit dem du zusammenarbeitest, wo du ein stabiles Fundament schaffst. Es kann schlichtweg und ergreifend sein, dass es hier so ein paar Enttäuschungen gibt aufgrund von finanziellen Mangel, wo man sagt, hey, wir müssen da jetzt ein bisschen sparen, so, das könnte etwas sein, oder dass man an irgendetwas sparen muss, oder dass man hier eben versucht, ein stabiles Fundament aufzubauen. Das könnte ebenfalls etwas sein hier. Grundsätzlich, der Ritter der Kelche ist eine schöne Energie, was mir sagt, hey, okay, cool, ist ein liebevolles Zusammensein, da ist jemand sehr romantisch und sehr gefühlsvoll, was jetzt erstmal hier ganz schön da liegt. Und ja, ich bin mega gespannt. Ich möchte mir jetzt tatsächlich diese Person, diesen Seelenpartner, wo ich das Gefühl habe, du bist hier in einer ganz bestimmten Konstellation, die Person möchte ich mir jetzt weiter anschauen und dann auch nochmal reinschauen, wie es quasi mit euch weitergeht, um da nochmal mehr Informationen bekommen, was eventuell diese Enttäuschung sein könnte und was man da auch dann tun kann. Deswegen, ja, wenn dir das hier gereicht hat, sage ich danke fürs Zuschauen, liken, kommentieren, Kanal abonnieren. Wenn du sagst, jo, ich würde gerne ein bisschen mehr wissen,
Folge mir jetzt auf Vimeo. Da gehen wir nämlich in deinen Seelenpartner, die Person, mit der du es gerade zu tun hast, rein. Wir schauen, was denkt die Person über dich, was fühlt sie, was sind die Absichten der Person mit dir. Auch nochmal der Tipp an dich in dieser Situation oder auch ein bisschen mehr Informationen darüber, wie es dann weitergeht. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, entweder hier auf YouTube oder gleich in der Erweiterung auf Vimeo.